Ich zeige euch kurz schon mal die eine Hälfte der 14 Tage alten Dinosaurier-Küken, inklusive Missy. Tageszeitung, YouTube, TikTok, TikTok. Ich war am Samstag mit dem Kreisverbandsvorstand zur Landesverbandsarbeitstagung der Rasseflügelzüchter 8 lange Stunden in Niedersachsen zusammengepfercht im Auto unterwegs. Für nur 2 Stunden Arbeitssitzung, in der ich dem über 70-jährigen Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit YouTube erklären und buchstabieren durfte. Er ist eben in traditioneller Printpressearbeit und Fotografie ein Experte. Auf der 4-stündigen Rückfahrt wurde mir dann vorgeworfen, dass meine Videos angeblich zu lang wären. Dann zieht euch doch in TikTok die 15 Sekunden Mikrovideos rein. Wisch, wisch, wisch. Auch Dinosaur ist seit wenigen Tagen auf TikTok und heute zeige ich euch meinen routinierten Arbeitsablauf zur Produktion meiner kongenialen täglichen TikTok-Videos, die niemals viral gehen werden. Der enorme Aufwand von einem TikTok-Video. Möhre reiben. Ein paar Tropfen Öl. Ein bisschen Bierhefe für ganz viele Vitamine B. Und ab ins Kükenzimmer. Auf das Plus. Sound, gespeicherte Sound, Hells Bells hinzufügen und fertig ist das TikTok-Video. Beschreibung 12 Checks. Ich bin Dr. Bene von Dinosaur. Macht's gut, wir sehen uns. Ach, und nicht vergessen, eigenes Video liken.